Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Need for Speed Undercover. Ja, würde ich mal einfach mal sagen, wir machen direkt weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Die große Sache ist nur, dass ich nicht weiß, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich glaube, es gab aber auch nichts wirklich Großes. Wir mussten einfach nur weiter Rennen fahren. Deswegen würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Ja, also wirklich viel Neues, was jetzt so Videos uns angeht, gibt's nix. Gut, außer dass jetzt wieder etwas weniger kommen werden. Einfach aus dem Grund, dass mein Spiel viel zu laut ist. Nein, aus dem Grund, dass jetzt wieder Schule ist. Und es kommt noch eine, ja, eine kleine Sache ist eigentlich nicht, aber eine Sache dazu, und zwar, habe ich mich heute mit einem Kumpel spontan dazu entschlossen, doch mal bei unserer örtlichen Fahrschule vorbeizuschauen und doch mal ein bisschen so anzufragen, und dabei rauskam, dass ich jetzt hier einen kleinen Vertrag auf dem Schreibtisch liegen habe. Ja, richtig gehört, ich fange an mit Führerschein. Ich bin wirklich sehr gespannt drauf. Es ist so eine Sache, es ist eigentlich, ich will nicht sagen, mein größter Traum, aber es ist so eine Sache, wo ich mich schon lange drauf gefreut habe, das Autofahren. Ist natürlich auch eine ziemlich teure Sache, also so ein Führerschein, den kann man nicht einfach mal so für ein Appel und ein Ei holen. Das sind schon, das ist schon ziemlich viel, viel Kohle. Allerdings soll mich das davon jetzt erstmal nicht abhalten. Und ich sehe es mal so, besser jetzt machen, als irgendwie in einem Jahr, wo ich die ganzen Arbeiten habe. Aber gut. Ja, deswegen kann sein, ich weiß es nicht, aber dass es manchmal ein paar weniger Videos geben wird oder so. Vielleicht auch nicht, ich bin mir nicht sicher, weil es kommen jetzt schon nicht allzu viele Videos. Aus Zeitgründen muss man einfach so sagen. Also viel mehr Gründe gibt es dafür nicht. Und weil mein Internet scheiße ist, das muss man auch sagen. Zumindest zur Zeit ist mein Internet scheiße, weil sie sind immer noch am Bauen. Seit einem Dreivierteljahr jetzt mittlerweile fast, aber naja, ich will mich nicht beschweren. Wenn wir, Hauptsache wir bekommen danach dann wirklich Glasfaser hier. Das würde ich schon echt feiern. Aber naja, mir würde es eigentlich zurzeit schon reichen, wenn das Internet mal konstant bleiben würde und nicht alle 10 Minuten abschmiert. Weil das ist zurzeit so mein Status. Das ist auch der Grund, warum ich online nichts aufnehmen kann, weil ich spiele zurzeit wirklich so wenige Online-Spiele deswegen, weil es ist halt wirklich irgendwie nicht schön, alle 10 Minuten vom Server zu fliegen, weil man dann einfach nichts auf die Reihe bekommt. Ja. Aber gut. Zurück zu anderen Themen. Es gab jetzt, wie heißt es, letztens erst die neue Folge Let's Ways. Mit einem kleinen, ja, wie nennt man so einen Videozusammenschnitt von, ja, eigentlich dem Auto hier fast, nur halt ohne Konzept. Und mit ein bisschen mehr Na ich meine SS, also Supersport, nichts Nazis, es ist was anderes, egal. Genau, das, die Nazi Chevrolet oder so. Egal, ich merke schon wieder, ich baue Scheiße und es gibt eine Cutscene. Also hier ist Nico. Ich will eine Revanche und zwar jetzt. Kapiert, Schmierbacke? Und weißt du was? Du hattest Glück und das hält nicht ewig an. Also wir beide, wir regeln das jetzt. Also ich denke mal eher, du solltest zum Psychiater gehen und dort deine Probleme irgendwie regeln, weil irgendwie, naja, egal. Ich habe ja eigentlich gar nichts gemacht, aber gut. Rücksichtslose Fahrer. Job. Neu. Details, Schaden. Genau. Ja, Ich verfolge gerade Nickel Rogers in Richtung Osten. Sei vorsichtig, er ist verdammt gefährlich. wow, diese extrem aussagekräftige Cutscene. Also das war ja mal richtig. Oh mein Gott. Naja. Ja, zumindest Schule hat wieder angefangen. Lief bisher alles recht gut. Also auch notentechnisch und so. Kann mich nicht beschweren. Sagen wir es mal so. Ja, also jetzt kommt halt bald die Phase, wo es wieder relativ viele Arbeiten gibt.
Ja, mal gucken. Da ist die Fahrstuhl vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, weil ich dann ein bisschen in der Fahrstuhl runterkommen kann. Aber naja. Egal. Für Fahrschule muss man natürlich auch lernen, aber sagen wir es mal so, das ist jetzt nicht. Das ist meiner Meinung nach sogar eher sowas lernen, was mir Spaß macht, weil es um Autos geht. Und das mache ich eigentlich jeden Tag, wenn ich in irgendwelchen Autoforen. Gut, Auto, in einem Autoforum bin ich nicht drin, weil was soll ich ein Autoforum ohne Auto? Zumindest ohne 1:1 Auto. Also Auto im Maßstab 1:1. Ich habe nur 1:10, aber egal. Nee, ich meine Auto-Communities und all sowas. Zum Beispiel Car-Truffle, vielleicht willst du mich eigentlich verarschen? Mit deinem pinken Auto, also meine Güte nochmal. Kann man mit sowas durch die Gegend fahren? Also, wenn nicht, wenn einer von euch ein pinkes Auto fährt, sorry, dann, aber egal. Das hab ich verkackt. Gut, es gibt recht wenige Leute, die pinke Autos fahren, von daher. Naja, egal. Es gibt auch pinke Autos, die ganz cool aussehen können, aber das sah einfach nur kräftig auf. Naja, oh mein Gott, oh. Oh. Verdammt. Na gut. Machen wir es halt nochmal. Vielleicht klappt es diesmal ja besser. Ein bisschen mal konzentrieren, dann wird das schon. Ja, also, zumindest bin ich gerade guter Dinge, was so alles bei mir gerade abgeht, weil, es lief schon mal deutlich schlimmer. Weil, ich weiß gar nicht, ob ich das im Video gesagt habe, schon mal gesagt, ich glaube nicht, ich bin einmal in der Schule hocken geblieben. Das war 9. Klasse. Die habe ich sozusagen zweimal gemacht. Ich habe mir gedacht, G8 ist scheiße, ich mache selber G9 und bin einfach ein Jahr länger da geblieben. Ja, ich weiß nicht, das war damals einfach so. Es war nicht so, als ob ich keine Motivation hatte. Es war, ich habe mich irgendwie mit allen Fächern. Es hat sich immer weiter. Oh mein Gott. Ja, es hat sich immer wieder aufgeschaukelt, so wie wir es hier gerade machen. Meine Güte, kann doch nicht so schwer sein. Es hat sich einfach immer weiter aufgeschaukelt. Es fing eigentlich alles schon einigermaßen in der 6. Klasse an, als Latein dazu kam. Nichts gegen Latein. Ich muss einfach so sagen, in Französisch wäre ich nicht besser, weil ich bin einfach nicht gut in Sprachen. Mal abgesehen von Englisch, aber da habe ich auch einen kleinen Heimvorteil. Es ist einfach die Sache, dass ich, Ich mag Sprachen nicht und es hat sich halt einfach so aufgetan, dass ich diesen Durchhänger ab so der 6. 7. Klasse hatte in Latein und ich kam einfach nicht weiter. Dieser Durchhänger in Latein hat sich bis heute nicht gelegt, das muss man einfach so sagen. In Latein bin ich immer noch nicht gut, das ist auch eins der Fächer, was ich zur Q-Phase abwählen werde. Aber naja. Das ging jetzt schnell. Na gut. Und es war einfach. Es hat sich immer weiter hochgesteigert. Dann nach Latein kam, glaube ich, eine Zeit lang Mathe, was ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen kann, weil ich bin jetzt im Neigungskurs Mathe und habe vor, Leistungskurs zu nehmen. Danach kam es. Ja, es ging einfach immer weiter und es wurde immer mehr, was scheiße war. Und in der 9. Klasse war es dann einfach zu viel. Ich muss auch sagen, ich hätte das Jahr noch gepackt. Ich habe mir nur ein Vierteljahr vor Schul, vom Ende vom Schuljahr überlegt, nee, das mache ich nicht weiter, ich wiederhole. Ich bin dann schon vorzeitig zurück, also habe mich zurückstufen lassen freiwillig und war dann kurz in der 8. Klasse. Und ich muss auch sagen, die Klasse, in die ich reingekommen bin, die hat mich wirklich sehr gut aufgenommen und an sich auch der ganze Jahrgang. Das war nämlich meine größte Angst, weil wir haben sehr viel, was ich immer eigentlich von den Jahrgängen unter uns mitbekommen habe, war, dass die relativ assi drauf waren, dass der Jahrgang war wirklich gut und er hat mich wirklich auch sehr gut aufgenommen. Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich auch nicht da, wo ich jetzt bin, was Schule angeht, weil
sagen wir es mal so, ich hatte einfach wirklich so eine 180-Grad-Wende. Ich meine, allein in Mathe. Ich bin in Mathe davor durchgefallen. Also, was heißt durchgefallen? Ich hatte eine 5. Oder hätte eine 5 gehabt. Und jetzt ging es mit Mathe, dass ich, ich glaube, ich im Zeugnis hatte ich 11 Punkte. Beziehungsweise 11 Punkte? Nee, Quatsch. Ich hatte eine 2 im Zeugnis. Und ja, es passt alles. Na gut. Und ich muss auch wirklich sagen, ich hatte so Angst, so von wegen, ja, das werde ich ja voll bereuen, das gemacht zu haben. Das war ehrlich gesagt das Beste, was ich in der Schule gemacht habe. Natürlich habe ich dadurch ein bisschen Kontakt zu Freunden verloren. Eigentlich muss ich sagen, die sind ja immer noch an meiner Schule. Die sind zwar ein Jahr über mir jetzt, aber ich sehe die eigentlich fast immer noch jeden Tag. Ein Jahr werde ich jetzt wahrscheinlich zwar ohne die haben, aber dafür habe ich dann auch wirklich am Ende ein Abi, was ich sehen lassen kann, und werde das nicht irgendwie nur ganz knapp durchschaffen. Beziehungsweise schafft an sich das Abi, weil so wie ich das drauf hatte, ich hätte die Oberstufe nicht gepackt, das muss ich jetzt wirklich sagen. Aber naja. Gut, wieder mal ein etwas ernsteres Thema, aber das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, über sowas zu reden. Kurze Unterbrechung. Gut, da bin ich wieder, da kam meine Mutter ins Zimmer und hat gute Nacht gesagt, weil es ist auch schon ein bisschen später. Wir haben jetzt mittlerweile, wie viel Uhr haben wir? Ich sehe es nicht auf der Uhr, 21.48 Uhr. Und ich habe morgen eine Schule, deswegen werde ich heute, ich weiß gar nicht, wie lange werde ich heute aufnehmen? Vielleicht mache ich 2 Folgen. Mal gucken. Mal gucken, ob ich das hochbekomme. Wie ich das dann hochgeladen kriege, weil ich habe mir ein kleines, ein Spiel geholt, weil ich mal wieder Steam-Guthaben bekommen habe, weil ich hatte ja letztens Geburtstag, und dann gab es da letztens so ein Spiel im Angebot, weil der Nachfolger rausgekommen ist. Vielleicht könnte man schon denken was, und ja, das bin ich gerade die ganze Zeit am Runterladen, und ja, das ist halt noch ein bisschen was, weil ich sag mal, meine Durchschnitt-Download-Rate ist so circa 800 MB die Sekunde. Mhm, genau. Ne, 800 KB die Sekunde. 800 MB, davon träume ich. Oh mein Gott, das wäre so schön. Mit 800 KB die Sekunde dauert es halt ein bisschen. Teilweise habe ich auch ein bisschen mehr. Also, wenn es ganz gut läuft, habe ich 1,3 MB. Aber das hält dann nie länger als 20 Minuten, sondern danach kracht das Internet wieder ein, weil eben zurzeit das ganze Internet bei uns in der ganzen Umgebung überall instabil läuft. Weil halt die ganzen Leitungen neu verlegt werden. Aber gut, irgendwann muss es ja gemacht werden. Von daher ist okay. Und vielleicht werden von diesem Spiel auch ein paar Videos kommen, ich weiß noch nicht. Mal schauen. Weil man kann auch darin zumindest Rennen fahren. Die meisten wissen jetzt wahrscheinlich, von welchem Spiel ich rede, aber naja. Gut, dann wie lange haben wir schon? Tondatei läuft schon ein bisschen länger, deswegen, ich denke mal, das sind so 15 Minuten, so circa. Ja, sollten 15... Vielleicht ein bisschen weniger, 15, 14 Minuten. Heißt, wir machen noch ein bisschen. Ich glaube, ansonsten gibt es aber auch nicht wirklich viel Neues. Gut, es ist schon relativ viel Neues. Ich meine, Fahrschule, das ist schon ein großer Schritt. Das muss man einfach mal so sagen. Ist auch wirklich die Sache. Ich bin derzeit ziemlich aufgeregt, deswegen. Ich muss auch ein bisschen sagen, ich habe ein bisschen Angst vor den Prüfungen. Weil es geht nicht darum, also zum Beispiel theoretische Prüfung, da habe ich überhaupt keine Angst vor, weil die meisten von den Regeln und alles da, das ist einfach nur Menschenverstand. Also das sind ja teilweise wirklich so Fragen von wegen, ja, da steht ein Auto vor dir, also es bremst vor dir, was machst du, reinfahren oder bremsen? Und ja, die richtige Antwort ist natürlich reinfahren, weil deine Bremsen kaputt sind. Beziehungsweise sind nicht kaputt, du hast ja ausgebaut wegen Weight Reduction und so. Genau. Wer braucht schon Bremsen? Egal. Wir
werden auch mal schauen, dass wir das Spiel jetzt allmählich mal durchbekommen. Also gut, ein bisschen wird es noch dauern, aber so lang ist es gar nicht mehr. Also ich würde mal sagen, ein bisschen mehr als die Hälfte haben wir. Und ja, mal schauen, wenn ich es durchbekommen werde. Eigentlich wollte ich in den Ferien durchbekommen, das war so eine Sache, die konnte ich nicht machen. Ich hätte es machen können, nur mein Internet hätte mich irgendwann verschlagen. Es hätte mich verprügelt und totgeschlagen und alles. Und ja, das wäre nicht so toll gewesen. Weil ihr dann jetzt keine Videos sehen könntet, weil, ja, und so. Aber, nee, ich hatte einfach keine Lust, dann ganz so viel im Voraus aufzunehmen, weil dann die ganzen Themen und so ja auch nicht mehr aktuell, über die ich hier labern kann. Und ja. Einmal gucken. So, das Rennen war ja locker. Wahrscheinlich haben wir es dominiert. Mit 40 Sekunden. Nee, nur gewonnen. Okay. Ich merke schon, also allmählich unser Auto. Es ist nicht mehr so ganz konkurrenzfähig. Wir können ja an sich mal gucken, wie viel Geld wir jetzt mittlerweile haben. Wenn wir zum Shop gehen und europäisch gehen. Ach, wir haben ja gar nicht mal so wenig. Ein DB9 können wir uns schon holen. Oder ein M3. Aber ich habe ja eigentlich eher Bock auf den hier. Ja, wir werden uns auch den hier holen. Heißt, wir fahren noch ein paar Rennen, weil das ist nicht mehr allzu viel Rennen. Also machen wir mal. Weil diesmal werden wir garantiert nicht warten, bis das nächste Auto kommt, weil das dauert noch ein bisschen. Ist mir die Aufnahme gerade abgeschmiert? Die Aufnahme ist mir gerade abgeschmiert. Ich glaube es ja nicht. Noch mehr Schnittarbeit. Yay, da freut man sich doch über. So, da bin ich dann jetzt auch wieder. Es gab ja, wieder mal einen kleinen Absturz. Sind wir ja mittlerweile gewöhnt. Muss ich auch wirklich sagen, so oft ist mir das Spiel noch nie abgeschmiert im Durchlauf. Aber ja, es liegt wahrscheinlich an der Aufnahme, weil und Undercover ist eine ziemlich zicke, von daher nehmen wir es ihr nicht übel. Ja, Undercover ist eine sie. Oder so. Genau. Machen wir einfach das Highway Battle. Hoffentlich schmiert er mir nicht wieder dabei ab. Weil manchmal gibt es auch Rennen, die einfach nicht funktionieren. Oder die in einer repetitiven Reihenfolge gefahren werden müssen, damit sie funktionieren. Aber naja. Gut, ich würde auch mal sagen, wir machen noch das Rennen hier. Und dann mache ich einen kleinen Cut. Oh, wir haben Cops. Beim Highway Battle, natürlich. Auch wenn das irgendwie für mich kein Highway ist hier, aber naja. In den USA darf man eh nur 120 fahren. Da ist das hier halt mal ein Highway. Wir fahren halt ein bisschen schneller als 120. Aber scheiß drauf. So eine Sache, die ich noch überhaupt nicht erzählt habe, ist, was diese Camaro hier. Wir haben die jetzt schon so lange und wir wissen noch gar nicht, was mit der überhaupt auf sich hat. Und zwar, das hier ist die Camaro, die wurde, lass mich lügen, ich glaube 2009, kann auch sein, dass es komplett falsch ist, aber ich glaube, das war 2009, vorgestellt. Die hat im Original einen 400 PS Motor von der Corvette. Ich glaube 6 Liter oder so hat das Ding. Also 6 Liter Hubraum. Und oh mein Gott, das Auto ist geflogen. Was hat es noch? Es hat Zylinderabschaltung. Ganz wichtig, das brauchen wir in einem Rennspiel. Zylinderabschaltung. Das Doofe ist, ja, beeil dich. Der scheiß RS4 ist ziemlich scheiße schnell. Er ist ziemlich scheiße schnell und das werden wir nicht gewinnen. Ja, man merkt schon, wir brauchen ein neues Auto. Das machen wir nochmal, das bringen wir hin. Das kriegen wir hin, das sehe ich gar nicht ein. Dann wird die Folge halt, na gut, so viel länger wird die gar nicht, weil wir hatten ja zweimal den Ausfall, deswegen zeigt mir meine Tonspur nur so extrem viel an.
Also nicht zweimal den Ausfall, wir hatten einen Ausfall und am Anfang habe ich ein bisschen Tonspur schon gehabt, wo einfach nichts drauf ist. Oh mein Gott. Na komm, gib Gas. Manchmal kommt die einfach nicht aus dem Quark. Dabei wird die wahrscheinlich, so wie wir die aufgebaut haben, schon die 500, 600 PS haben. Aber naja. Bald werden wir uns ja schon vom Bumblebee verabschieden müssen. Also der klebt mir am Arsch wie sonst was. Was ist denn mit dem los? Hallo, könntest du bitte... Ja, genau. Mhm, sicher. Irgendwie hasse ich dieses Gummibandsystem in Need for Speed Undercover. Also es ist so, dass dir die Autos die ganze Zeit nur am Arsch kleben. Ja, genau, Rückstand. Mhm, und plötzlich ist er extrem schnell. Na klar. Ich würde sagen, damit mache ich heute dann erstmal Schluss. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, euer Tiger15, aka der Fossi-Bär. Tschüss.